bin Paula Schünsche, ich bin 16 Jahre alt und ich model seit ungefähr 2,5 Jahren beim Modelwerk. Ich habe mich bei meiner Agentur beworben mit so 2 Bildern von unseren Dorffotografen. Dann wurde ich eingeladen zum Interview dort. Und dann fanden die mich cool und meinten so, ja, wir würden dich gerne haben in unserer Agentur. Und somit ist das zustande gekommen alles. Ich bin heute im Berliner Modesalon und ich habe eine Präsentation bei Horror Vacui. Ich glaube, das wird heute ganz cool. Wir sitzen hier seit ungefähr 4 Stunden schon, also wechseln uns immer ab. Eine steht immer, 2 sitzen. Wir sind ja hier beim Berliner Modesalon. Das heißt, dass im ganzen Gebäude überall Designer sind und ihre Kollektionen präsentieren. Und wir sind jetzt bei Horror Vacui hier dabei und präsentieren die Sachen. Gestern bin ich bei der Holy Ghost Show gelaufen. Ich war 3 Stunden vorher da, das ist eigentlich immer normal, weil die meiste Zeit verbringen wir Backstage, also bei Haare machen und Make-up und anziehen und üben. Und dann geht's auch schon los. Die eigentliche Show dauert meistens nur so 10 bis 15 Minuten höchstens. Und danach ziehen wir uns schon wieder um und gehen zur nächsten Show. Es ist öfter so, dass man von einem Fang zum anderen muss oder von einem Casting zum anderen. Manchmal ziemlich anstrengend, aber man schafft es noch so. Gleich wenn ich hier fertig bin, gehe ich erstmal schnell in mein Apartment, ziehe mich um und dann gehe ich zum FAZ-Modeempfang. Also von einem Termin zum anderen. Am meisten macht mir Spaß, das Reisen und neue Leute kennenzulernen und auch verschiedene Styles auszuprobieren. Jetzt geht meine Karriere langsam so ein bisschen los, glaube ich. Letztes Jahr habe ich viel gemacht. Ich denke, dass ich nach meinem Abitur erstmal so eine Jahr Pause mache und dann halt wahrscheinlich nur so modeln werde. Und damit kann ich auch mein Reisen verbinden, weil ich sehr gerne reise. Wir sind heute bei der Marina Hörmanns-Eder-Schau. Ich bin heute zum 2. Mal dabei. Ich bin letztes Jahr schon gelaufen und ich freue mich heute schon sehr doll darauf, weil ich finde, das ist einer der coolsten Shows mit den schönsten Sachen. Die Calltime war heute um 7 Uhr, das heißt, ich bin seit 6 Uhr schon wach. Und dann saßen wir ungefähr 4 Stunden bei Haare und Make-up. Also die Haare haben sehr lange gedauert, ich glaube 2 Stunden oder so. Aber jetzt bin ich auch froh, dass ich es hinter mir habe, weil es tat schon sehr weh. Ich freue mich auch schon auf mein Outfit. Das ist sehr speziell, sagen wir mal, und cool. Man schlüpft immer in unterschiedliche Styles, wie jetzt gerade. Also bei jedem Designer ist es immer unterschiedlich. Die Show war sehr anstrengend, weil wir sehr hohe Schuhe hatten und die nicht gerade sehr bequem waren. Aber sonst war sie echt gut und es war ein super Team dabei und es hat mega Spaß gemacht. Ich bin dann froh, wenn ich in meinen normalen Sachen bin und dann nach Hause fahren kann, weil ich am nächsten Tag Schule habe. Und dann bin ich erstmal fertig mit Berlin Fashion Week und als nächstes steht Paris Fashion Week an. Ich denke, dass ich das Modeln einfach so auf mich zukommen lasse und alles so mitnehme, was ich so bekommen kann sozusagen. Und dann einfach gucken, wohin der Weg mich so führt. Berlin, bis zum nächsten Mal.